Servus Leute, wir haben ja schon länger kein Unboxing mehr gemacht und dachte mir, den will ich euch mal zeigen, weil den finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool und starten wir gleich mal los. So, hier haben wir mal Anleitung, eine Packung Ersatzpropeller, zwei verschiedene Straps. Und natürlich das, worum es geht. So, tu das mal zur Seite. Ich glaube, ich habe noch nie einen Kopter in einem Samtsäckchen bekommen. Schön mit dem Logo drauf. Dann machen wir das mal auf. So, das ist der HOM FPV Unicorn. Der kann 2 bis 4S. Hat die KEDEX Vista verbaut mit der Nebula Nano, mit Crossfire. Sagt mir mal, würdet ihr das lassen oder auf einer Immortal T wechseln? Gebt mir einfach eure Kommentare. So, schauen wir mal. Akku unten, der Strap wird hier durchgeschoben. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, jetzt sieht man so ein bisschen Lichter, dass man da durchschieben kann. Macht einen guten Eindruck. Die Qualität, muss ich sagen, das Plastik fühlt sich sehr hochwertig an, nicht wie dieses billige Plastik. So, zu den Motoren. Das sind 1203 5000 kV Motoren. Und ja, weil ich hatte schon mal die GebAssi P16, war aber nicht zufrieden, weil die KEDEX Vista, schätze ich mal, für die einfach zu schwer ist. Aber hier mit den größeren Motoren, größeren Propeller, denke ich, das wird eine geile Sache. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Und unter all den Kommentaren wird es dann ein, zwei oder drei Goodiebags geben, die ich verlose. Also sagt mir, was ihr darüber denkt. Und auch sonst, wie euch die bisherigen Videos gefallen haben, was ihr gerne sehen möchtet, was mehr, was weniger. Ja, freue mich auf eure Kommentare und sobald er gebindet ist, gibt es Footage.